Ja, wir sind heute eingeladen von der Firma Pirelli Metzler Motorradreifen hier in Breuberg. Wir sind mit dem Motorradreifen direkt.de heute hier, haben hinter die Kulissen geschaut, mit einigen Teilnehmern, mit einigen bekannten Gesichtern, die wir heute ein paar Löcher im Bauch fragen. Du hast 2005 angefangen mit 2006. Deinem ersten, 2006, ja. Mit deinem ersten YouTube-Channel. Richtig. Wie ist das alles so entstanden? Ja, es kam eigentlich echt so ein bisschen aus Spaß, aus Hobby. Ich weiß gar nicht mehr, wieso genau der Grund, ich mich jetzt angemeldet habe. Es war auf jeden Fall so, ich muss irgendwie meinen Kumpels die Videos zeigen, die ich jetzt so zusammengeschnibbelt habe. Und dann ist es wohl irgendwann mal entstanden, habe ich mich bei YouTube angemeldet. Also letzten Endes einfach Spaß gehabt am Motorradfahren, ja, am Videoschneiden. Und genau, also hauptsächlich Spaß am Videoschneiden. Wir hatten früher, also ich hatte früher schon die erste GoPro 1. Jetzt ist für jeden ja GoPro irgendwie ein Begriff. Damals, das soll jetzt keine Werbung sein. Auf jeden Fall, damit hat auch damals bei mir alles angefangen, hatte die allererste GoPro und haben wir aus Amerika besorgt und dann haben wir einfach angefangen, irgendwie auf dem Helm zu klatschen, damals irgendwie noch hier so oben, das sah ein bisschen aus wie ein Teletubby und haben einfach für uns nette Filme gedreht und ich habe es dann letztendlich geschnitten und hatte da irgendwie schon immer Spaß, mich da so ein bisschen reinzufuchsen in das ganze Zeug. So ging es dann los, zuerst haben sich nur die Freunde interessiert und dann habe ich mich selber gewundert, dass da irgendwie nicht mehr so meine ganz normalen 15 Views drauf sind, sondern irgendwann waren es dann mal 50, 100 und dann wurde es ja nach oben immer mehr und das ist dann natürlich auch irgendwie ein Ansporn, wenn du merkst, aha, irgendwie auch andere Leute interessiert das Zeug, was du hier irgendwie so ein bisschen produzierst daheim im Kinderzimmer und ja, so hat sich das ergeben. Wie hat es angefangen bei dir mit dem Motorradfahren? Also ich würde sagen, zum Thema Motorradfahren hat mich schon mein Dad gebracht. Mein Vater fährt schon ewig lang Motorrad. Und ja, ich würde schon sagen, das war irgendwie, stand schon fast außer Frage, ob ich Motorrad fahre, sondern ich hatte früher ein Mofa und bin dann vom Mofa eigentlich direkt, ich hatte übrigens keinen Roller, sondern von Mofa direkt dann auf die SC57. Wheelie fahren, wie bist du da rangekommen? Ich meine, viele User von dir kennen es, man übt es mit dem Fahrrad, aber mit dem Motorrad ist das ja nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte. Also ich muss sagen, ja, ich habe auch viel mit dem Fahrrad gemacht, aber das habe ich, würde ich fast sagen, simultan angefangen. Also ich habe einen Motorradführerschein gehabt schon und bin schon gefahren und habe dann auch irgendwie gleichzeitig mit dem Fahrrad ein bisschen geübt. Ein Fahrrad ist halt cool, weil du halt eigentlich relativ unkompliziert so ein bisschen dieses Gleichgewichtsgefühl bekommst oder diesen Kipppunkt, dieses Gefühl dafür bekommst. Muss aber auch sagen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so geil ist, aber ja, habe auch ein bisschen auf der Straße einmal ausprobiert, auch wenn das natürlich keiner machen sollte, probieren. Aber also ganz ehrlich, es ging relativ schnell bei mir. Irgendwie, ja. Ich weiß nicht wieso, ich kann nicht sagen wieso, vielleicht habe ich da einfach so ein bisschen Gespür oder ein Talent dafür, dass das bei mir schneller ging, aber ich habe einfach gemacht und es hat geklappt. Deine anderen Hobbys, was machst du sonst noch außer Motorradfahren und Videos schneiden? Was mache ich sonst so? Ich muss sagen, ich muss sagen, auch wenn ich mit meinen 30 schon, also man müsste ja schon fast sagen, ich bin schon zu alt dafür, nee, aber irgendwie zocke ich auch noch gern. Also das bringt mich echt so ein bisschen runter. Also Spielekonsole? Am PC sogar. Am PC? Am PC mit meinen Jungs in Teamspeak. Also wir haben ein Headset auf und wir erzählen ein bisschen, was wir so getrieben haben. Und aber jetzt sag mir nicht, du spielst MotoGP auf dem Rechner. Nein, ich hab Ride habe ich auf dem PC, aber ich muss sagen, das ist immer schwierig für ein Motorrad-Game, das so rüberzubringen. Mhm. Auto, ich hab ein Lenkrad, das geht mega gut, aber ich finde, ein Motorradspiel zu simulieren, dieses Gefühl zu simulieren, ist extrem schwierig. Du fährst sehr, sehr viel Pitbike, du fährst Supermoto, vorrangig Supersportler. Ist das für dich einfach nur reine Leidenschaft, Kopf ausschalten oder einfach nur zum Spaß? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wem reizt es nicht, eigentlich alles zu fahren? Also ich finde es immer Hammer. Ich bin da nicht so festgefahren und sage, boah, ich fahre nur Supersportler. Also ich feiere wirklich alles und feiere es auch richtig, neue Sachen kennenzulernen, neue Motorräder zu fahren. Und mich fasziniert es immer wieder, da steigst du auf ein anderes Bike um und das hat auch irgendwie nur zwei Räder und einen Lenker. Aber fährt sich komplett anders wie das letzte. Das ist einfach geil, das macht Spaß, sich wieder aufs Pitbike zu hocken und komplett Kopf ausschalten. Ne? Da brauchst du keine Gedanken machen, ob du das Ding wegfeuerst, weil selbst wenn das Ding abfackelt, ist das bei weitem nicht so schlimm, wie wenn du deine großen Bikes wegschmeißt. Von daher ist das immer eine coole... Das ist nicht das große Geld weg. Ne? Nee, eben. Und das ist ja eh gerade so im Kommen so in den letzten Jahren. Und das ist immer noch so mein heimlicher Favorit, die Pitbike-Dinger. Es ist bloß schade, dass man da so wenig Plätze hat zum Fahren. Mhm. Aber ja. Alles mega, super Moto muss ich jetzt öfter fahren. Das ist so das Projekt 2019, dass ich da auf jeden Fall mich noch ein bisschen mehr Gas geben muss. Ja. Das hat jetzt so lange gedauert mit dem Umbauten, war doch alles nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe, dass ich das alles so legal hinbekomme.
Von aber daher, ja, jetzt läuft. Müsst so, jetzt die nächsten Tage geht es jetzt endlich mal los, dass ich mich auf das Ding hocke und nicht einfach immer nur umbaue. Was für Reifen hast du drauf? Der Mazda M7 RR fahre ich natürlich auf der Straße, habe aber auf der Supermoto, den K3, ein straßenzugelassener Rennreifen auf der Supermoto. Den will ich jetzt auf jeden Fall auch mal testen, weil sonst bin ich immer nur M7 RR gefahren, mit dem ich gut zurechtkomme. Hast du ausländische Wurzeln? Also das, die Frage kommt ziemlich oft und es wurde schon willkürlich eigentlich alles getippt von Russe, Pole, Spanier oder Türke, weil ich eben so tiefdunkle schwarze Haare oder was heißt tiefdunkle, aber sehr dunkle. Nee, ich bin so eine richtige deutsche Kartoffel.